Ein Mann und seine Mission. Er hat schon weit über 400 Traktoren auf Herz und Nieren geprüft. Der Trecker-Checker. Doch heute stellen sich 7 Schlepper einem Test, den es so noch nie gegeben hat. Hallo, mein Name ist Hubert Wilmer und wir testen mit unserem Team Traktoren und Landmaschinen für die Zeitschrift Profi. Heute machen wir ganz was Besonderes. Wir testen weltweit zum ersten Mal Soundsysteme in den Kabinen. Und da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Es gibt 3 Kategorien. So, bei dem Test geht es um den Klang der Boxen, um die Menüführung, ganz wichtig die Freisprecheinrichtung. Um das alles mal auszuprobieren, fahre ich aber jetzt erstmal nach draußen. Später wird noch ein bekannter Musikproduzent die Soundqualität in der Kabine checken. Erster Testkandidat, der New Holland T7300 AC, 300 PS stark, Listenpreis ab 340.000. Kategorie Nummer 1. Wie gut funktioniert die Freisprechanlage? Jeder Fahrer hat ein Telefon bei und wird auch in der Regel über das Telefon navigiert, gerade bei Lohnunternehmern und so weiter. Und man beobachtet auf der Straße sehr häufig, dass Fahrer mit dem Telefon am Ohr haben. Und deswegen legen wir sehr großen Wert darauf, dass die Freisprecheinrichtung eben gut funktioniert. Oft scheitert es schon daran, Telefon und Traktor zu verbinden. Klappt's hier? Jetzt sind wir da, jetzt bin ich mal gespannt. Guck, und schon sind die Kontakte da. Das sieht auch gut aus. Dann ruft er Landwirt und Mittester Georg an. Ja, hallo, Robert. Georg, da bist du ja. Das klingt doch schon mal gut. Also verbinden hat schon mal funktioniert und freisprechen scheint ja auch gut zu funktionieren. Und Klang ist gut? Ja, hervorragend. So, die Trockenübung hat ja jetzt schon mal super funktioniert. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, wie funktioniert das während der Fahrt mit Nebengeräuschen und so weiter. Und das probieren wir als nächstes jetzt mal aus. Auch während der Fahrt sind die Gesprächspartner gut zu verstehen. Die Kabine ist wirkungsvoll geräuschgedämpft. Besonders überzeugt Hubert, dass er auch beim Telefonieren immer nach vorn schauen kann. Pluspunkt bei der Verkehrssicherheit. Vor allen Dingen finde ich gut, dass wir hier eine Direktzugriffstaste haben, um Anrufe anzunehmen oder eben auch aufzulegen. Direkt daneben die Laut-Leise-Taste, das geht also auf jeden Fall schon mal sehr gut. Auch wenn es dann mal ein bisschen wackelt, man hat die Liste mit den Nummern und kann da ja relativ gut die Hand auflegen und dann entsprechend die richtige Nummer drücken. Anders sieht's aus bei der Kategorie Menüführung. Immer um 9:30 aus eurer Region. Die Lokalzeit auf WDR 2. Hier schneidet der New Holland nicht so gut ab. Lieblingsmusiken von Audio-Streaming-Diensten oder auch von einem USB-Stick abzuspielen, geht zwar, aber nur mühsam. Mit dem USB-Stick, das Problem ja, dass ich die Ordnerstruktur nicht sehe, die da drauf ist und dementsprechend da ja jetzt nicht konkret Titel auswählen kann, sondern immer nur von einem zum nächsten Titel springen kann. Das finde ich ja jetzt nicht so gelungen, ehrlich gesagt. Genauso wie ich im DAB-Radio keine Liste sehe, wo die verfügbaren Sender gezeigt werden. Das wäre vielleicht nochmal ein guter Punkt, wenn es da eine Liste gäbe, was alles an Sendern reinkommt, dass man da direkt auswählen kann. Georg Budde, selber Landwirt, ist einer der Helfer des Trecker-Checkers. Denn bei allen Tests sollen auch Praktiker zu Wort kommen. Er prüft gerade Testkandidat Nummer 2. Den John Deere 8R. Mehr als 440 PS stark, Listenpreis ab 442.000 Euro. Erster Eindruck? Telefongespräche annehmen, alles easy. Über Tasten in der Armlehne. Ja, hallo. Doch er stößt schnell auf ein Manko. Will er selbst jemanden anrufen, muss er auf ein zweites Bedienfeld tippen, seinen Blick kurz abwenden. Ich würde mir wirklich wünschen, die Telefonliste in diesem Hauptbildschirm hier zu transferieren, damit ich da die Blickrichtung halten kann und wenn ich jemanden anrufen möchte, nicht den Blick da zur Seite wenden muss und aus dieser Liste irgendwen auswählen. Also das wäre ein Riesenvorteil. Bei der Musik spielt es keine Rolle, weil ich da quasi alle Funktionen an der Armlehne habe. Überhaupt, vom Klang der Subwooferboxen ist Georg Budde sehr überzeugt. Das
Es war schon ein Abenteuer, war wirklich vom Sound her gigantisch. Ein toller Bass, richtig schöner, runder Klang im Hauptdisplay. Ja, bei dem ist ja der Sound ist ja auch echt gut, da bin ich überrascht gewesen. Ja. Also auch die Klangqualität beim Telefonieren tipptopp. Ne? Ja, das war eigentlich hier auch. Nur das die Menüführung da, die geht da auch noch ein Stück besser. Und so tauschen sie einen Traktor nach dem anderen. Seit 27 Jahren checkt Hubert Wilmer Schlepper für die Fachzeitschrift Profi. Nach Landwirtschaftslehre und Studium begann er bei dem Magazin als Volontär. Inzwischen ist er stellvertretender Chefredakteur. Wenn du deinem Kumpel so erzählst von deinem Job, dann neiden die dich darum? Ja, ich glaube einige schon, weil man natürlich schon echt viel rumkommt. Aber ich glaube, viele beneiden mich nicht darum, wenn es um das Schreiben der Beiträge geht. Das, glaube ich, machen dann viele nicht so gerne. Das Fahren und Testen der Maschinen, glaube ich, können sich viele gut vorstellen. Aber dann im Büro zu sitzen und zu schreiben, das glaube ich eher nicht so. Dabei ist es gerade diese Mischung, die für den 57-Jährigen den Reiz seiner Arbeit ausmacht. Kleiner Abstecher. Nur 300 Meter von der Testhalle in Nottuln entfernt ist er aufgewachsen. Ich bin hier auf dem Hof groß geworden und da war es natürlich immer schöner, Trecker zu fahren, als den Stall auszumisten. Und von daher waren Trecker natürlich immer schon irgendwo wichtig, gerade für uns Kinder, Jungs, mit dem Trecker zu fahren. Glückliche Kinder spielen mit Maschinen und große tun es heute noch. Ne? Und das ist bei mir eben auch so, ne? dass Treckerfahren nach wie vor eine Leidenschaft ist und das eben mein Beruf ist und dementsprechend ich eigentlich nicht wirklich arbeite, sondern meinem Hobby nachgehe. Zweiter Tag des großen Vergleichstests. Bisher dominierten vor allem die subjektiven Eindrücke. Jetzt sollen objektive technische Maßstäbe her. Für Kategorie Nummer 3, den Sound. Dafür hat Hubert Wilmer den bekannten Musikproduzenten Henning Verlage gewonnen. Henning schreibt und produziert Songs für Helene Fischer und Bernhard Brink, ist Dozent an der Musikhochschule Münster. Heute hat er im Kleinformat ein Studio und einen Laptop mit Soundkarte und Messmikrofon mitgebracht. Damit messen wir den Schalldruckpegel. Wir sehen dann, was für Resonanzen wie laut wiederkommen. Und das sehen wir dann in einem Frequenzbild und können da dann sehen, welche Frequenzen sind vielleicht überbetont, welche sind unterpräsentiert, wie ausgewogen ist der Klang. Okay, alles klar. Da bin ich ja echt mal gespannt, was da rauskommt. Erst einmal wird alles für eine Art Testton vorbereitet. Von ganz tiefen bis hin zu sehr hohen Tönen. Da wird dann geguckt über das Mikrofon, welche Frequenzen wie stark ausgeprägt sind hier in dieser Kabine. Und wir erhoffen uns davon eben, dass wir diesen Höreindruck, den wir schon gewonnen haben durch das einfache Hören, dass wir das da auch technisch eben mit untermauern können. Nach dem Testton dreht Henning Verlage die Lautstärke hoch für die Musik. Der Experte findet heraus, dass die Sounddesigner von New Holland sowohl die Höhen als auch die Bässe betont haben für ein kräftiges Klangbild. Aber er bemerkt auch Schwächen. Da sehe ich auf jeden Fall, dass es ein paar Resonanzen in der Kabine gibt. Vor allem da im Bassbereich, wodurch es eben sehr schnell so ein bisschen boomy, sagt man dann immer, klingt. Also irgendwie wird es so zu bassig schon. Also es ist irgendwie dann anfängt so zu schwimmen. Henning Verlage hat bereits auch den Sound im John Deere ermittelt. Und er macht keinen Hehl daraus, dass ihm der besser gefiel. Wegen des sehr ausgewogenen Frequenzbereichs. Selbst bei laufendem Motor dröhnte da gar nichts. Aber auch hier kann man auf hohem Niveau vielleicht meckern. Das betrifft vor allem hohe Lautstärken. Also ab ungefähr 80% haben wir festgestellt, wenn man 80% aufgedreht hat an Lautstärke, fängt es je nach Musikmaterial an zu zerren. Entertainment wird immer wichtiger, weil die Fahrer heute Lenksysteme haben, dementsprechend mehr Zeit haben und wenn sie 10, 12 Stunden am Tag dann auf dem Schlepper sitzen, auch sicher gut unterhalten werden möchten. Und gerade wenn man jetzt den direkten Vergleich hat, nimmt man ja noch viel mehr wahr, wie gut es sein könnte im Vergleich zu dem, was man vielleicht selber hat. Der direkte Vergleich von 7 verschiedenen Traktoren. Er kommt am Ende. Weitere Redakteure und auch Landwirte machen da mit.
Wir buchen noch das Sachliche und dann muss er seinen Kollegen erzählen, dafür fährt er fern. Sie tauschen sich aus über große Boxen wie beim Valtra, darüber, wie wichtig sie für manche Landwirte sind. Wenn Riesenboxen einfach toll sind, um das zu Hause Frau und Kindern und den Arbeitskollegen am Stammtisch zu erzählen. Oder sie loben den Sound beim Klaas und das große Display für Telefon und Radio. Aber ausgerechnet bei einem Premium-Modell, dem Fendt 728 Vario, scheiden sich die Geister. Nachdem ich jetzt so ein bisschen verwöhnt war von den anderen beiden Treckern, die ich auch schon durchgetestet habe, war ich hier nicht enttäuscht, aber man stellt schon fest, das ist einfach eher eine Standard-Autoanlage. Also ein bisschen blechern, ein bisschen dünn, nicht ganz so satt vom Sound. Also bei dem Fendt sind wir sicherlich konträrer Meinung. Ich finde, von allen Schleppern, die wir haben, haben die das in Markt Oberdorf am besten gelöst, dass die Radio- und Musikanlage und Telefon in das System integrieren, sind die anderen Hersteller oftmals Lichtjahre von entfernt. Von daher ist in dem Punkt der Anwenderfreundlichkeit, der Benutzerüberflächen, ist ja absolut erste Klasse. Am Ende verteilt Redakteur Hubert Wilmer Bewertungsbögen. Landwirte wie Redakteure notieren in den Protokollen zu jedem Schlepper ihre Eindrücke, Positives wie Negatives. Lauter Puzzlestücke, aus denen Hubert später den finalen 16-seitigen Artikel macht. So, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck von unserer Testarbeit gewinnen. Für uns kommen jetzt noch mehr Messungen, mindestens 2 Wochen Schreibtischarbeit und im November kommt dann der Beitrag mit Testsiegern und Verlierern.